Der große Feldermann. Klim erwachte, als es bereits hell war. Die Sonne hatte die Grenze des Horizonts jedoch noch nicht überschritten. Leise stand er auf und kleidete sich an. Dann schrieb er einen Zettel, er habe schlecht geschlafen und möchte einen Morgenspaziergang machen. Nachdem er den Zettel mitten auf den Esszimmertisch gelegt hatte, machte er sich auf den Weg, diesmal zu Fuß. Heute war sein Rendezvous mit diesem seltsamen Herrn Feldermann, dem er wenige Tage zuvor begegnet war. Es war ein wundervoller Morgen. Die von der Finsternis der Nacht befreite Natur wirkte jubelnd und strahlend. Sie bereitete sich darauf vor, das zu tun, was zu tun ihr für den heutigen Tag bestimmt war. Klim ging den gleichen Pfad entlang, den er seinerzeit geritten war. Und die schiefen Strahlen der aufgehenden Sonne legten sich flach über die Wiesen, als ob sie den kühlen, nächtlichen Tau tranken. Nirgends war jemand zu sehen. Er ging direkt auf einen hohen, dünnen Baum zu. Hoffentlich reitet Alexandra heute früh nicht aus, dachte er und drehte sich unwillkürlich um. Als er wieder nach vorn blickte, sah er, dass ein Mann ihm entgegenkam. »Sehr gut, dass Sie Wort gehalten haben, junger Mann. Auch ich halte mein Wort. Wieder machen Sie einen Umweg und gehen nicht direkt über die Wiese, weil Sie die Gräser und Blumen nicht zertrampeln wollen.« »Ich freue mich, Sie zu sehen«, sagte Klim und verbeugte sich. »Auch ich freue mich. Nehmen wir hier Platz.« Am Wegrand lag ein großer Baumstamm. Sie setzten sich, obwohl das Holz vom Tau noch etwas feucht war. Nun, was ist zu tun, damit die Natur davor bewahrt wird, infolge unvernünftiger menschlicher Aktivitäten vernichtet zu werden? Gehören Sie zu einer Organisation, die die Zerstörung der Natur bekämpft? Das ist nicht ganz richtig. Ich kämpfe gegen den Untergang meiner eigenen Existenz. Sie sind also davon überzeugt, dass jeder Frevel, der der Natur zugefügt wird, auch dem Menschen schadet? Richtig, aber mir schadet er mehr, da ich der Natur enger verbunden bin als jeder Mensch. Sie haben doch in der Schule gelernt, dass Ihre Vorväter an Naturgeister glaubten. So lebten die Dryaden in den Bäumen und die Najaden und Nymphen in den Bächen. Es gab Wasser- und Waldgeister. Und ich füge hinzu, dass sie auch heute noch existieren. Ich bin der Geist der Felder und der Wiesen. Wer sind Sie? Sie glauben mir nicht. Demnach muss ich es Ihnen beweisen. Sehen Sie mich genau an. Der Wanderer stand auf und ging einige Schritte seitwärts. Klim flimmerte es vor den Augen. Die stämmige Figur des Mannes schien sich auszudehnen. Sie wurde dünner und in der strahlenden Morgensonne stand eine hohe, magere und eindeutig nichtmenschliche Gestalt. Ein großer, runder Kopf schaute von oben auf Klim herab. Sein flaches Gesicht, das einer Sonnenblume ähnelte, drückte nichts aus. Die schwarzen, pflaumenförmigen Augen wirkten jedoch nicht bedrohlich. Einige Schritte von Klim entfernt stand eine große, lebende Pflanze. Zwei magere Hände streckten sich ihm entgegen. Klim hatte keine Furcht. Ihm schien jedoch, dass jeder einzelne Grashalm um ihn herum unter den blendenden Sonnenstrahlen unbeweglich erstarrte. Ja, das spüren Sie richtig. Hatte die lange Gestalt wirklich gesprochen? Er konnte keinen Mund erkennen und hatte auch keine Bewegung gesehen, aber jedes Wort war deutlich zu verstehen gewesen. Voller Ehrfurcht lauscht die Wiese unserem Gespräch. Es passiert nicht oft, dass ich mit einem Menschen rede. Meine Freunde, die Sie später kennenlernen werden, und ich haben uns entschlossen, gegen die Unbotmäßigkeiten der Menschen gegenüber der Natur zu kämpfen. Und zugleich wollen wir jenen helfen, die die Natur lieben.
Wir möchten eine Armee schaffen aus Menschen, die Freunde der Natur und somit unsere Freunde sind. Und sie sind unser erster Krieger. Was kann ich denn tun? Ich bin doch erst 16 und ich gehe noch zur Schule. Niemand wird versuchen, ihr Leben zu verändern. Sie sind ein Mensch und werden immer ein Mensch bleiben. Wir aber bilden die Seele der Natur. Wir bitten sie lediglich, immer ein Freund der Natur zu sein und sie überall zu verteidigen vor den stolzen, profitgierigen und herrschsüchtigen Menschen, die nicht einmal an ihre eigenen zukünftigen Geschlechter denken. Wir sind ihre besten Freunde, überall und immer. Wie Sie wissen, heiße ich Großer Feldermann oder Polevik. Das ist der gleiche Name auf Russisch. Ihre Familie stammt doch aus Russland. Die Gestalt schwieg und blickte fragend auf Klim herab, der seinen Kopf emporhob. Große, schwarze Augen in einem Sonnenblumengesicht blickten ihn an. Ja, ich bin einverstanden. Daran habe ich nicht gezweifelt. Heute Abend werden Sie die anderen kennenlernen. Meine und Ihre Freunde. Kennen Sie diese Stelle am Fluss, an der drei Trauerweiden stehen? Und eine vierte hat einen geborstenen Stamm. Ja, kann ich zu Pferd kommen? Es ist ziemlich weit. Selbstverständlich. Sie behandeln Ihr Pferd gut und Ihre Katja liebt Sie sehr. Binden Sie sie 100 Schritte von den Weiden entfernt an einen Baum. Sonst könnte sie sich erschrecken. Jetzt aber laufen Sie nach Hause. Am Abend werden wir Sie erwarten. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Klim zuckte zusammen, er war allein.